Herzlich willkommen, liebe Kampfsportfreunde. Wir befinden uns gerade in Herne bei Isatopals MMA Likes You. Neben mir der Turniergewinner im MMA, 65 Kilo Aftab. Sehr, sehr spannender Kampf. Es ging hin und her. Und am Ende warst du der Sieger. Erzähl uns mal, was dir durch den Kopf geht. Also, ich bin hergekommen, um zu gewinnen. Und ich wusste von vornherein, dass es vielleicht nicht einfach wird. Aber ich habe fest damit gerechnet. Und ich war auch ganz überzeugt, dass ich gewinnen werde heute. Und dementsprechend habe ich auch gekämpft. Ich war selbstbewusst, ich habe mich gut, sehr gut vorbereitet. Unter anderem auch bei Peter Angerer im German Top Team. Ja, und während des Kampfes, da dachte ich mir einfach nur, der hat keine Chance, weil ich einfach im Stand-Up besser bin. Ich habe seine Kämpfe vorher gesehen, am Boden besser bin und so war es dann auch. Ja, selbstbewusst ist das richtige Wort. Du gingst ja rein, hast wilde Schwinger um dich gehauen. Hast damit gerechnet, dass er selbiges tut, also dass das wirklich so ein Brawl wird? Also, ich hatte damit gehofft, dass er auch versucht, mich zu treffen, so dass er seine Deckung halt vernachlässigt. Und es war meiner Meinung nach auch keine Schwinger, sondern ich habe wirklich gute gelandet, gute Treffer gemacht. Und die waren auch gezielt. Ja, und deswegen habe ich auch gewonnen. Was war denn der Gameplan? Wie bist du da reingegangen? Also wolltest du quasi im Stehen mit ihm es auskloppen oder wolltest du eher auf dem Boden? Weil gegen Ende ging es dann nochmal auf den Boden. Ja, also es war so, dass ich von vornherein mir gedacht habe, in Stand-Up werde ich besser sein. Und das war es auch. Nur am Boden hätte ich auch kein Problem gehabt, weil ich sehr hart trainiert habe in letzter Zeit auf dem Boden. Und daher hatte ich keine Angst. Auf Stand-Up oder auf Boden, aber Stand-Up war mir lieber. Ja, also von unserer Seite nochmal alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Die letzten Worte gehören dir, wenn du noch jemanden grüßen möchtest. Ja, ich möchte Peter Angerer grüßen, den ich sehr schätze als Trainer von German Top Team. Ja, und auch alle, die in Hellwig waren bei Peter Angerer, wie zum Beispiel Franco Leonardes. Ja, und natürlich Freunde und Familie. Vielen Dank.